Warum Fachkräftemangel Bullshit ist und eigentlich nur eine Ausrede von den Leuten, die es nicht hinbekommen, Leute zu finden, darum geht's in dem Video. Ja, im Endeffekt, Fachkräftemangel ist in aller Munde. Es gibt faktisch gesehen auch tatsächlich weniger Mitarbeiter, als es freie Stellen gibt. Das ist eine Statistik, die ist erstmal ganz normal. Nichtsdestotrotz ist Fachkräftemangel tatsächlich, zumindest wenn man ein bisschen ambitioniert ist, überhaupt kein Thema. Ja, ich habe eine coole Anekdote dazu. Und zwar hat uns letztens eine E-Mail erreicht von einem Interessenten. Ne, der hatte mit einem Partnerbetrieb von uns Kontakt. Ist ein Gartenlandschaftsbaubetrieb gewesen. Und der hat uns dann in der E-Mail geschrieben, diese Person hat mir gesagt, Fachkräftemangel kenne ich jetzt nicht mehr. Und ich wollte fragen, ob ihr mir auch dabei helfen könnt, diesen Status zu erreichen. Und das ist ganz interessant, weil klar, wir können halt nicht auf den Fachkräftemangel oder generell auf die Situation im Handwerk in der Ursache eingehen. Ja. Ja, also darauf haben wir jetzt keinen Einfluss in unserer Position. Dafür müssen eben, ja, muss das Handwerk generell attraktiver gemacht werden, müssen gute Leute, junge Leute ausgebildet werden. Das Handwerk muss wieder für junge Leute attraktiv gemacht werden. Aber wir können es halt schaffen, Arbeitgeber so zu positionieren, dass eben die Leute, die jetzt gerade in festen Anstellungen sind, auch Lust haben, beziehungsweise die Leute, die wechselbereit sind, Lust haben, in einen anderen Betrieb zu wechseln. Ja. Ja. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir machen, denn es gibt immer mal wieder Gründe, dass Leute sagen, ich bin zwar eigentlich happy hier in meinem Betrieb, aber ich bin trotzdem wechselwillig. Das kann sein, ich bin irgendwie umgezogen oder die Leute sind halt so passiv wechselbereit, haben vielleicht keine Aufstiegsmöglichkeiten in ihrem aktuellen Betrieb oder es gibt irgendwie Probleme mal hin und wieder mit Kollegen oder mit dem Chef oder ja, einfach irgendwas hat sich geändert an der Gesamtsituation und dadurch sind halt Leute passiv wechselwillig. Die sind jetzt nicht direkt auf der Suche, einfach jeden Tag auf einem Stellenportal oder so und wollen unbedingt wechseln. Ja, aber wenn du sie mit den richtigen Motiven triffst, dann sind sie ja bereit, einfach sich auch zu melden bei dir. Und wenn du jetzt mal klar machst, dass nur 5-10% der Handwerker überhaupt solche Methoden nutzen, Mitarbeiter ranzukommen, ist klar, dass die anderen 90% haben keine Möglichkeit, so Leute zu finden. Das heißt, von den anderen 90%, die Leute werden zu den 10% gehen. Nicht alle, aber ein Teil. Ja. Und jeder, der jetzt sagt, Fachkräftemangel finden, ist einfach erstmal eine Ausrede, zu sagen, ich muss nichts machen. Ja, es gibt ja auch zu wenig Fachkräfte. Ja, klar gibt es zu wenig. Es gibt für alle insgesamt zu wenig, aber nicht für dich. Genau. Für dich gibt es auf jeden Fall genug. Solange es Konkurrenten gibt, hast du genug Fachkräfte in der Region, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Und klar, dass die anderen dann leer ausgehen, das ist dann halt so. Aber so ist halt die freie Marktwirtschaft. Ja, es ist ein Verdrängungswettbewerb. Die Frage ist nur, wer gewinnt so. Ja. Und du solltest dir halt einfach, ja, du solltest halt einfach derjenige sein, der dieses Rennen gewinnt. Ja. Und alle anderen, ja, die haben dann tatsächlich einfach leider Pech gehabt. Aber so ist es immer. So ist es immer. Und ja, das solltest du halt nicht an dir vorbeiziehen lassen, sondern du musst halt aktiv sein und die Leute für dich gewinnen. Und alle anderen, die das nicht checken und die das nicht, die da auch nicht mitmachen wollen, die sagen halt, ja, es gibt halt Fachkräftemangel, was soll ich machen? Es ist übrigens aber ganz interessant, dass obwohl Kunden- und Mitarbeitergewinnung eigentlich genau das gleiche ist, eine Ressource, um meinen Betrieb zu führen. Die Kunden bringen Geld rein, die Mitarbeiter arbeiten es ab. Es sind beides Ressourcen letzten Endes. Ja. Werden die Ressourcen im Kopf der Menschen ganz anders behandelt. Zum Beispiel habe ich heute mit einem Partner gesprochen, der gibt bei uns im Monat 1.500, 2.000 Euro für Werbung aus, für Neukundenwerbung. Mhm. Sein größter Bedarf ist aber gerade Mitarbeiter. Er hat ein Riesenproblem mit Mitarbeitern. Er gewinnt Kunden, alles entspannt, braucht Mitarbeiter. Und jetzt haben wir auch gesprochen und wir haben da was zusammengeschustert, was so passt, wo wir sagen, okay, da zahlt er jetzt ungefähr 500 Euro im Monat für Mitarbeitergewinnung. Mhm. Jetzt meinte er, ja, das ist super viel Geld. Und ich meine, guck mal, du zahlst gerade für das, wo du zwar mehr Aufträge machen kannst, klar, aber was jetzt nicht dein riesen Engpass ist, zahlst du gerade das 3-4-fache. Mhm. Und das nur, weil es gesellschaftlich so etabliert ist, nicht weil du das jetzt für sinnvoll hältst. Ja. Ich meine, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich müsste man jeden Monat so viel ausgeben. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite, wenn jetzt ein Mitarbeiter irgendwo ist und der geht jetzt zu mir, dann habe ich den abgeworben, ist ja ganz böse. Ne? Was passiert denn, wenn ich ein Angebot, wenn jemand anderen, der hat 3 Angebote eingeholt? Das ist doch ganz normal. Ist das normal, dass er nicht bei jedem kaufen kann? Ist das normal, dass ein Mitarbeiter woanders hingeht? Also diese Betrachtungsweise von Mitarbeiter und Kundengewinnung sollte eigentlich die gleiche sein im Markt, ist sie aber historisch bedingt einfach nicht. Und das ist ein ganz großes Problem, was dazu führt, dass die Leute, die halt nicht extrem schnell Unternehmer schalten und sagen, ja, das ist der Engpass, da muss ich Geld draufschmeißen, im Endeffekt das Nachsehen haben, wo die Leute halt weggehen, weil die sagen, ja, der ist woanders hingegangen, der hat den jetzt 3 Euro mehr bezahlt. Ja, warum kann der den 3 Euro mehr bezahlen? Weil der Mitarbeiter als Ressource verstanden hat, die im Endeffekt gerade der Engpass ist, zumindest im Handwerk. Ja. Und wenn man es so versteht, dann ist ein Mitarbeitermangel auch einfach nicht mehr da, sondern ist ein Mitarbeitermangel so wie früher Kundenmangel war. Einfach eine Sache, wo man unternehmerisch mit umgehen muss. Oder Fachkräftemangel, wie auch immer. Ja, es ist einfach
Es gibt einfach zu viele Leute, die sich halt einfach hilflos hinstellen und sagen, ja gut, ja, es gibt Fachkräftemangel, ich kann nichts machen, ich bin so arm dran. Und es gibt eben Leute, die wissen, okay, ich kann Sachen machen, ich kann da ja für meinen Betrieb das Beste sozusagen rausholen. Und das ist dann ein Verdrängungswettbewerb, wie es auch ein Verdrängungswettbewerb ist, eben, dass ich halt zwei anderen Leuten oder gegen zwei andere Leute das Angebot gewinne. Exakt. Ne? Ist es auch genauso, dass ich eben gegen zwei andere Betriebe sozusagen diesen Mitarbeiter für mich gewinne. Ne? Ja. Und darum geht es einfach. Genau, wir hoffen, da waren ein, zwei Erkenntnisse für dich dabei. Vielleicht siehst du jetzt das Wort Fachkräftemangel auch nicht mehr ganz so extrem. Sonst hätte es früher Kundenmangel gegeben. Und dann wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Lass einen Daumen nach oben da, lass ein Like da. Wir werden auch einige Themen haben, wie man konkret gegen Fachkräftemangel vorgehen kann. Und wenn du sagst, du willst direkt was dagegen tun, dann melde dich bei uns. Kannst dich einfach bei anton-berater.de bei uns melden. Das findest du in dem Video verlinkt. Das kannst du eingeben, wie du halt möchtest. Ne? Und da kannst du eine kostenlose Potenzialanalyse machen. Von daher sehen wir uns dann. Viel Spaß. Ciao.